Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr am Start seid. Die 1.49 ist nun endlich aus der Beta raus. Wie toll ist das? Dann könnt ihr gerne mal ein Däumchen da lassen. Und ich würde gerne mal wissen von euch, habt ihr euch schon die 1.49 runtergeladen? Oder habt ihr sogar schon die Beta gespielt? Für mich ist das jetzt interessant. Wann geht Truckers MP wieder? Schreibt es mal rein, wenn ihr merkt, oh, Truckers MP geht, dann ab auf dieses Video und mir, ja, kurz mal Bescheid sagen. Also, was ist ganz kurz als Zusammenfassung neu hinzugekommen? Natürlich die Skybox mit den Mondsternen und natürlich Blitze. Das ist wirklich eine richtig schöne Sache. Das Spiel sieht einfach viel, viel interessanter aus. Ja, muss ich wirklich sagen, wunderbar. Ich freue mich einfach, ja. Des Weiteren wurden die alten LKWs, Gebrauchtwagenhändlerei gemacht. Warum, weshalb, wieso? Ja, ja, Mod soll es auch geben, dass man das wieder zurückholen kann. Aber trotzdem frage ich mich, warum das SCS macht. Natürlich, weil es realistischer ist. Solche alten LKWs wie den 105er, ja, die gibt es ja eigentlich nicht. Und natürlich auch für Anfänger des Spiels, die wollen, naja, natürlich auch einen schönen, sagen wir mal, Scania fahren, Scania R, und haben nicht das passende Geld. Hier für 50.000, warum nicht? Nee, 65.000. Hier ist das quasi die Kilometerzahl. Ja, wie gesagt, auch der Reparaturpunkt für die Anfänger. Ja, ihr könnt dann separat auswählen, was alles neu oder neu sein soll. Dann kann man noch mehrere Tastenkombinationen hinzufügen. Und dann haben wir noch, ja, eine Kleinigkeit, und da gucken wir doch einfach mal auf das Video, was SCS da noch dazu gepackt hat. Also, ja, Wettersystem, gerade so in den Bergen, ne, oder hier, das macht aus dem Spiel irgendwie was ganz anderes. Ja, die Sonnenaufgänge, Untergänge in verschiedenen Regionen wirkt quasi die Sonneneinstrahlung ein wenig besser. Und Nebel. Ja, da werden wir doch sicherlich irgendwann mal richtiges Wetter sehen, wie Schnee. So wie heute. Bei uns lag auf jeden Fall richtig viel Schnee. Es wurde nicht geräumt, so wie man es in Deutschland kennt. Ja, im Winter ist es manchmal mit Schnee zu rechnen, und abends ist zu rechnen, dass es dunkel wird. Ja, wie gesagt, also das mit den Blitzen und Donnern, wirklich fantastisch, was da SCS auf die Beine gestellt hat. Und die Leute, die das immer noch spielen können mit einem älteren Rechner, ich sage euch Glückwunsch, weil ich denke, der ein oder andere wird da schon so kleine Probleme haben, das nochmal richtig zu laufen zu bekommen, ohne ja grafisch mäßig zu viele Abstriche zu machen. Ne? Also die Skybox hier mit dem New Wetter System, ja, vielleicht sieht man in den Dateien sogar noch ein bisschen mehr, ne? Vielleicht die nächsten Monate. In der 1.50, die wird ja wahrscheinlich nächstes Jahr in den ersten Quartal wahrscheinlich rauskommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann Richtung, naja, Schweiz dann kommen, sieht auf jeden Fall sehr groß aus. Kann durchaus möglich sein. Hier sehen wir nochmal die Gebraucht-LKWs, und dann können wir noch einzelne Punkte reparieren. Ja, aber ihr seht, 48 Millionen. Ich denke mal, SCS hat auch keine Probleme mit denen geht. Ja, dann ist auch noch eine Sache, automatisches Abblendlicht. Ist eine schöne Sache, muss ich sagen. Nutze ich jetzt nicht immer. Ja, aber diese Automatisierung, ihr macht Fernlicht an, und wenn ein Fahrzeug auf euch zukommt, dann geht das Fernlicht an. Hier nochmal irgendwelche zusätzlichen Tasten, die man noch wählen kann. Lange drücken, seht ihr, lang gedrückt, und dann geht der Motor an. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, hat euch interessiert. Und ich bin heute 20:30 live. Ne? Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.